Es ist Pride Month. Im Juni feiert sich die queere Community selbst. Allies dürfen mitfeiern. Dass dabei auch eine Menge Rainbow-Washing passiert, merkt man spätestens beim Gang zum Supermarkt, wo plötzlich selbst die Haferflocken im Special Edition Regenbogen-Design daherkommen. Im Podcast-Podcast wollen wir uns nicht einmal im Jahr mit dem Regenbogen schmücken und fertig. Deshalb nutzen wir diese Pride-Themenwoche, um euch 7 Podcasts zu empfehlen, die sich das ganze Jahr über nur mit Queerness beschäftigen. Es geht um queer-lesbische Sichtbarkeit im Alltag, um queere Sex-Education, um den heißesten Gossip aus der Popkultur, um fiese Queers aus der Vergangenheit, ums Coming-out und um einen queeren Blick auf deutsche Eigenheiten. Wir schauen uns an, worüber tratscht Deutschland, worüber tratscht die Welt. Wir schauen uns die Yellow Press an, die Boulevardpresse, InTouch, okay, Gala und. Aber wir schauen auch, was wird im Netz gerade getratscht? Was sind die großen Themen? Was sind die wichtigen Hashtags, die wichtigen Debatten? Und wir machen aus Tratsch Tacheles. Das sagt Tarek Tesfu und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch den Gesprächspodcast Tratsch und Tacheles. Gossip ist immer auch politisch, zumindest bei Tarek Tesfu und Hanet Tesfay. Tarek Tesfu kennt ihr vielleicht durch seine Videokolumne Tareks Gender-Krise auf YouTube. Hanet Tesfay hat unter anderem bei Sendern wie MTV und ProSieben moderiert. Gemeinsam besprechen die beiden alle 2 Wochen den heißesten Gossip und fragen sich dann, welche gesellschaftlichen Narrative stecken eigentlich hinter den Schlagzeilen? Da geht es um Mode, Stars und Sternchen, aber auch um Queerfeindlichkeit, um Sexismus und Rassismus. Etwa wenn die beiden mit Journalistin und Moderatorin Maria Popov über die neue Verfilmung von Ariel, die Meerjungfrau, sprechen. Ariel wird darin von der schwarzen Schauspielerin Halle Bailey gespielt. Ich erinnere mich an einen großen Aufschrei, gerade im Netz, wie denn das jetzt sein kann, dass jetzt Ariel auch noch schwarz ist. Mhm. Und ich saß da und war wirklich so, okay, ich meine, an der Ariel-Story gibt es viele Momente, über die wir mal reden sollten. Ja. Also eine 14-, 15-Jährige will einen 20-jährigen Prinz haben. Danke. Die kann 16 aber, ist sie, so, glaube ich. Oder 16. Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr jung. Sehr jung, ja. So, dann wird Ariel im ersten Streifen auch sehr, sehr hypersexualisiert. Also wer mal sich anschaut, wie sie sich bewegt und da so rumrobbt, hat das wirklich Momente, wo man sich denkt, wer hat sich das ausgedacht? Ach, so ein alter weißer Mann, okay. Ihre Taille ist so schmal, dass sie nicht überleben würde. So, dann. Das ist das Barbie-Phänomen, ne? So, dann verliebt sich der Prinz in sie, obwohl sie nicht sprechen kann, weil Ursula nimmt ihr ja die Stimme, weil das ist ja der Deal zwischen den beiden. Stimmt. Ursulas Rolle ist ja eh auch der ewig bösen, auch nicht schlanken Person, die irgendwie ein bisschen clownig ist, aber auch sehr, also alles daran ist problematisch. Aber das, was dann die Leute aufgeregt hat, ist, dass Ariel schwarz ist. Wenn ihr Sinn für Gerechtigkeit anschlägt, dann regen sich Tesfu und Tesfay gerne mal auf. Zum Beispiel, als eine Delegation der CSU den queerfeindlichen US-Republikaner und Hardliner Ron DeSantis in Florida besucht hatte. DeSantis ist Gouverneur von Florida und verantwortlich dafür, dass es dort verboten ist, im Schulunterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu sprechen. Dieser Ron DeSantis wurde von einer Gruppe CSUler besucht. CSUler innen, muss man sagen, ja. Das sind vor allen Dingen, und das fand ich so interessant, weil erst dachte ich, ach, das ist bestimmt so eine Gruppe von Hinterbänklern, die sich irgendwie wichtig machen wollen, weißt du? Hinterbänklerinnen. Die sich wichtig machen wollen. Und dann guckst du aber hin, wer da mitgefahren ist, und dann denkst du dir, sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Mhm. Mit dabei der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer, der ja der schlechteste Minister aller Minister in der letzten BRD war. Aber ein bisschen sexy auch. Ja, I saw it coming. Der hat übrigens auch das Foto auf Twitter gepostet. Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Dorothee Bär. Da bin ich stinkig. Warum bist du bei Dorothee Bär stinkig? Weil die ja Digitalministerin war. Und ich habe mal ein Event moderiert, wo sie quasi die Gastgeberin war und wo sie auch auf der Bühne war. Und ich fand die nett. Mhm. Ich fand die nett, ich fand die zugänglich, ich fand die sogar fast witzig. Mhm. Und da bin ich enttäuscht. Also es macht mich irgendwie sauer, dass sie da mitgefahren ist. Ärgert mich einfach.
Tarek Tesfu und Hadnet Tesfay halten ihr Publikum, das sie liebevoll Tratschis nennen, auf dem Laufenden. Sie sprechen über Schlagzeilen auf sehr persönlicher und auf Metaebene. Über wen wird wie geredet und was sagt das über gesellschaftliche Machtstrukturen aus? Den Podcast Tratsch und Tacheles gibt es seit Dezember 2020. Produziert wird er von Studio Bummens. Jeden zweiten Dienstag erscheint eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, spielt gerne Stille Post, hat aber dafür immer auch ein Megafon am Start. Damit endet diese Ausgabe des Podcast-Podcasts. Das ist unser täglicher Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Oder empfehlt uns einem Menschen weiter, der oder die sich genauso für Podcasts begeistert wie wir und ihr. Dieser Tipp kam von Alea Rentmeister, Redaktion Joanna Voss und Doreen Rothmann, Moderation Ina Lebetjew, Produktion Tim Schmutzler. Morgen geht es hier dann weiter mit unserer Themenwoche zum Pride Month und zwar mit dem Podcast Bad Gays. Wir hören uns.